Wir machen eine Oper im Truck. Also wir sind ein Ensemble für alte Musik, Barockmusik aus Hannover. Wie sind wir drauf gekommen? Ja, wir haben eigentlich überlegt, wie können wir unser Motto runter vom Podium rein ins Leben auf die Spitze treiben. Und dann haben wir gedacht, wir fahren mit einer Oper zu den Leuten und klappen die Seitenwand auf und fangen an, Musiktheater zu machen. Das ist schon eine Herausforderung, sich mobil zu halten, also mit dem Bühnenbild auch. Und wir haben aber uns entschieden, dass das Konzept, das Setting wirklich der Truck ist. Das ist die Geschichte, die wir auch erzählen. Das Orchester, das Ensemble ist auch als Band gedacht. Da ist es wirklich eine Wandertruppe, die da unterwegs ist, wie damals letztlich bei den Intermezzi. Wir werden nicht nur dann öffentlich auftreten im Stadtraum, sondern wir werden auch schon den Probenprozess öffentlich sichtbar machen. Es ist eher wie so eine, wir machen jetzt zusammen Musik, wie geil, und dann habt ihr auch den Bezug zu der Gruppe. Ja, aber ich habe Leute können kommen und zuschauen, wie die Truck-Gruppe entsteht.